Hallo und willkommen bei digitaler Signalverarbeitung auf FPGAs, diesmal mit dem Schwerpunkt Quantisierung bzw. Requantisierung. In der digitalen Signalverarbeitung haben wir immer Stationen, Stellen, bei denen wir die Wortbreite des Signals ändern müssen. Das passiert natürlich zuallererst bei der Quantisierung unseres analogen Signals durch den Analog-Digital-Wandler, beispielsweise mit einem 16-Bit-ADC. Dann gibt es Stellen, an denen wir beispielsweise nach einer Fixpoint-Multiplikation die Breite unseres Signals wieder ändern müssen, und ändern heißt dann normalerweise verringern. Wenn Sie beispielsweise zwei 16-Bit-Zahlen miteinander multiplizieren, kommen Sie auf eine Wortbreite von 32-Bit. Und wenn Sie die danach wieder mit einem 16-Bit-Signal aufaddieren wollen, dann müssen Sie die Wortbreite normalerweise des längeren Signals kürzen. Das nennt man Requantisierung, weil wir vorher bereits ein quantisiertes Signal gehabt haben. Und schließlich, wenn Sie am Ende Ihrer Signalverarbeitungskette angelangt sind, dann müssen Sie oftmals die Wortbreite nochmal kürzen, bevor Sie auf Ihren Digital-Analog-Wandler gehen. Weil das ist ein Kostenfaktor. Je mehr Bit Sie haben wollen, desto teurer ist der DAC. Und wenn Sie beispielsweise mit einem 10-Bit-DAC auf Ihr Rekonstruktionsfilter und auf Ihren analogen Ausgang dann gehen, dann müssen Sie vorher die Wortbreite Ihres digitalen Signals erstmal auf 10-Bit kürzen, damit das überhaupt zusammenpasst. Auch das ist eine Requantisierung. Fangen wir an mit der Eingangsquantisierung, und damit das Ganze ein bisschen leicht darstellbar ist, gehen wir davon aus, wir haben einen Wandler, der 3 Bits hat. Das heißt, eine Wortlänge, unser digitales Signal hat eine Wortlänge von 3 Bits. Auf der X-Achse sehen Sie das Eingangssignal in Volt jetzt dargestellt und auf der Y-Achse den Code des zurückgegebenen digitalen Worts. Diese Klammern hier bedeutet wieder wie bei halboffenen Intervallen, dass dieser Wert im Intervall mit drin ist und dieser Wert nicht. Das heißt, wir bekommen hier so eine Treppchenfunktion. Und die Quantisierungsstufe Q, ein LSB, das ist der Wertebereich unseres Eingangssignals, der genau einem Codewert entspricht. Und das heißt, da steckt natürlich so ein Skalierungsfaktor drin in Volt pro Codestufe. Normalerweise betrachten wir das nicht, nur wenn wir jetzt tatsächlich analoge Signale quantisieren und wissen wollen, was passiert mit unserem Signal, wie wird das intern repräsentiert. Wichtiger Parameter eines Analog-Digital-Wandlers ist der sogenannte Full-Scale-Range, und das ist der Bereich für die Eingangsspannung oder das Eingangssignal, was den gesamten Wertebereich von CQ ausnutzt. Das heißt, mit dem wir sämtliche Codewerte darstellen. Und dieser Full-Scale-Range entspricht der Anzahl der Werte, das ist 2 hoch W bei einer Wortbreite von W, mal der Quantisierungsstufe Q. Ein weiterer wichtiger Begriff ist der Aussteuerbereich oder die maximale Amplitude. Das ist der Teil des Full-Scale-Ranges, innerhalb dessen ich jetzt symmetrisch, zum Beispiel mit einem Sinussignal, aussteuern kann. Und das ist natürlich ungefähr die Hälfte des Full-Scale-Ranges. Und das heißt, 2 mal die maximale Amplitude entspricht 2 hoch W minus 1 mal Q. Normalerweise haben wir zu tun mit Analog-Digital-Wandler und Wortbreiten, die relativ groß sind. Das heißt, 2 hoch W ist deutlich größer als 1. Und dann kann man diesen Ausdruck annähernd sagen, okay, die maximale Amplitude entspricht ungefähr dem halben Full-Scale-Range. Wenn wir uns jetzt die Differenz angucken zwischen unserem Eingangssignal und dem quantisierten Ausgangssignal, und dazu müssen wir jetzt unseren Codewert multiplizieren mit der Stufe, einem LSB, und dann bekommen wir den Quantisierungsfehler Epsilon heraus. Das ist ein Fehler, der ist nicht korrigierbar, weil wir im Allgemeinen auch unser Eingangssignal nicht kennen, ist der Quantisierungsfehler ebenfalls unbekannt.
wie man trotzdem damit rechnen kann, das gucken wir uns im nächsten Kapitel an, wenn es um die statistische Darstellung dieses Quantisierungsfehlers geht. Für hier sind erstmal die wichtigen Größen, die wir brauchen, der Full-Scale Range, das Größe eines LSBs, also die Quantisierungsstufe Q, und der Ausstreubereich, also die maximal darstellbare Amplitude. Das war jetzt Quantisierung. Und jetzt gucken wir uns als nächstes Requantisierung an. Das heißt, wir gehen davon aus, dass dieses Wort X bereits quantisiert ist und viel kleiner allerdings als unsere Ausgangsquantisierung. Deshalb sieht man hier jetzt auch keine Stufen. Und wir wollen, wie gesagt, dieses Eingangswort X jetzt auf eine gröbere Quantisierungsstufe XQ quantisieren. Dafür gibt es verschiedene Methoden. Es gibt zum Beispiel die Methode Wertschneiden oder in MATLAB und Python heißt das Flaw. Das ist die einfachste Methode. Ich werfe nämlich einfach die Bits, die ich nicht brauche, die LSBs, die werfe ich weg. Das heißt, Hardwareaufwand gleich 0. Ich verbinde einfach von der einen zur nächsten Stufe die untersten Datenbits nicht mehr. Die lasse ich einfach quasi versickern. So sieht dann mein requantisiertes Datenwort aus. Sie sehen, die beiden hinteren Bits, die fehlen einfach. Und nochmal zur Wiederholung. Das Format, was ich hier habe, wäre Q2.12345, also Q2.5. Und nach der Requantisierung ist es dann Q2.3. Ein Problem von dieser Darstellung ist, oder von dieser Requantisierung, ist, dass der Quantisierungsfehler immer kleiner gleich 0 ist. Das heißt, ich handle mir damit so einen systematischen Fehler ein, der mittel Q halbe groß ist. Das ist halt unschön, das kann Ihnen bei längeren Filtern, kann Ihnen das so einen DC-Fehler dann geben. Was ebenfalls unschön ist, dass für diesen Bereich hier, da ist das quantisierte Signal größer als x. Beispielsweise bei minus 0,5 ist der requantisierte Wert jetzt minus 1. Und das Problem dabei ist, das entspricht quasi jetzt einer zusätzlichen ungewollten Verstärkung Ihres Signals für bestimmte Wertebereiche. Und das kann dazu führen, dass Filter, wenn die jetzt besonders steilbandig sind, wenn die besonders starke Resonanzen haben, dass die instabil werden und anfangen können zu schwingen. Es gibt ein zweites Verfahren, Runden. Das entspricht dem kaufmännischen Runden. Das kennen Sie ja sicherlich alle. Und Sie sehen, der Unterschied zu der vorigen Darstellung ist, dass meine Quantisierungstreppe quasi verschoben ist. Das heißt, das liegt hier in der Mitte. Zwischen minus 0,5 und plus 0,5 bekomme ich hier den requantisierten Wert 0 heraus. Das ist von der Hardware ein bisschen aufwendiger. Ich will auch hier wieder von Q2.5 auf Q2.3 runden. Und ich werfe jetzt alle Bits weg, bis auf das letzte hinter dem LSB, wo ich hin will. Das heißt, hier will ich hin und das behalte ich jetzt nochmal. Ich addiere 1 dazu, zu meinem Nach-LSB-Bit, wie man ich das nennen soll. Und dann werfe ich erst weg. Und wenn Ihnen das seltsam vorkommt, dann überlegen Sie einfach mal, wie Sie im Dezimalen runden. Da können Sie nämlich auch, wenn Sie beispielsweise auf Ganzzahlen runden wollen, 0,5 dazu addieren. Das ist die Hälfte Ihres Nach-LSBs. Und nachdem Sie das drauf addiert haben, werfen Sie dann Ihre Kommastellen weg und gucken halt, ob es einen Übertrag gegeben hat, den Sie dann berücksichtigen. So würde zum Beispiel aus 3,8, nach dem Addieren würde dann 4,3, 0,3 werfen Sie weg und übrig bleibt die 4. Bei 3,2, dazu addieren Sie 0,5, bleibt 3,7 übrig, 0,7 werfen Sie weg und übrig bleibt 3. Und genauso funktioniert das hier auch. Das heißt, das Interessante hierbei ist dann, ob ein Überlauf stattfindet oder nicht. Und das ist auch ein bisschen das Problem bei dieser Requantisierung. Dieses Carry-Bit,
Das müssen Sie natürlich einmal komplett durchrippeln lassen. Das heißt, eigentlich brauchen Sie einen kompletten Addierer dafür, nur um hier hinten auf dieses letzte Bit zu runden. Sie gewinnen damit. Ihr Quantisierungsfehler liegt jetzt zwischen minus Q halbe und plus Q halbe. Das heißt, dieser systematische Bias, der systematische Offset ist jetzt nicht mehr da. Das andere Problem haben Sie aber nach wie vor, dass je nachdem, was für einen Wert Sie jetzt requantisieren, Ihr Ausgangsergebnis größer sein kann als Ihr Eingangswert. Nehmen Sie als Beispiel, wenn Sie 0,1 quantisieren, kommt 0 dabei raus. Alles gut. Requantisieren Sie jetzt 0,6, dann kommt plus 1 dabei raus und das entspricht einer ungewollten Verstärkung. Das ist also nicht gut. In MATLAB und Python heißt diese Operation Round, wie Runden. So, das letzte Verfahren ist das sogenannte Betragsschneiden. Das gibt es unter dem Namen Fix. Und wenn Sie das jetzt vergleichen mit den anderen Darstellungen, dann sehen Sie, dass hier diese mittlere Quantisierungsstufe doppelt so breit ist. Das heißt, sowohl minus 0,7, minus 0,5, 0, 0,5, plus 0,7 werden alle zu 0 gerundet. Und dementsprechend, wenn Sie es mal ausprobieren, werden alle Werte so gerundet, dass der gerundete oder requantisierte Wert kleiner als der Eingangswert ist. Aus minus 1,5 wird beispielsweise minus 1. Die Hardware, die man hierfür braucht, ist wiederum noch ein bisschen komplizierter. Sie werfen jetzt die Bits, die Sie nicht brauchen, weg. Das ist schon mal schön einfach. Dann addieren Sie Ihr Vorzeichen-Bit hier hinten bei der LSB-Stufe. Das rechnen Sie aus und das ist dann Ihr gerundetes Ergebnis. Diese Addition Ihres Vorzeichen-Bits führt dazu, dass bei positiven Zahlen einfach nur hier hinten weggeworfen wird, das heißt, die wird dadurch kleiner. Bei negativen Zahlen addieren Sie jetzt 1 hier im LSB und der Betrag wird dadurch auch kleiner. Das ist jetzt von der Hardware, wie gesagt, noch ein bisschen aufwendiger und dauert auch noch ein bisschen länger, weil Sie immer noch abwarten müssen bei vorhergegangenen Rechenoperationen, was jetzt eigentlich für ein Vorzeichenbit rauskommt. Erst wenn die vorherige Rechenoperation abgeschlossen ist, dann können Sie wirklich runden und rechnen. Zweiter Nachteil ist davon, das sieht man hier schon an dieser großen Quantisierungsstufe, dass der Quantisierungsfehler im Schnitt, also der statistische Fehler, der ist doppelt so groß wie bei den beiden anderen Verfahren. Trotzdem wird dieses Verfahren angewendet, wenn Sie jetzt kritische Filter haben, die ansonsten instabil werden könnten. Diese Übung können Sie selber mal ausprobieren. Wir gehen das in der Vorlesung durch. Das heißt, Sie sollen mal probieren, die Werte 7 Sechzehntel, minus 9 Sechzehntel und minus 11 Sechzehntel zunächst mal darzustellen, mit einer Wortlänge von 5 Bit. Das heißt, das wäre das Zahlenformat Q0.4. Dann sollen Sie Wertschneiden, Runden und Betragsschneiden auf eine Wortlänge von insgesamt 3 Bit, heißt Q0.2. Und dann schauen Sie mal, was mit dem Quantisierungsfehler passiert. Wird der größer, wird der kleiner? Und dementsprechend nimmt der Betrag zu. Das gucken wir uns dann nochmal gemeinsam an. Das war's schon zum Thema Requantisierung. Kurz und knackig, aber wichtig für die Praxis. Dankeschön.